Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem nächsten Nageldesign. Heute passend zum Thema Frühling. Es wird warm, die Hände schlüpfen aus den Handschuhen raus und deswegen müssen wir sie natürlich sehr schön passend zur aktuellen Jahreszeit frühlingshaft, fruchtig, bunt gestalten. Und zwar wird es in etwa um diese Designs gehen. Ich werde euch verschiedene Nagellackfarben mit ganz kleinen Früchtchen, Schmetterlingen und Smileys präsentieren. Das ist Nageldeko, die beispielsweise bei mir im Shop erhältlich ist und die in kleinen Rundboxen kommt. Weiterhin gibt es dann natürlich auch noch Nagelglitzer für die, die sowas lieber mögen. Den Link zum Shop, den gibt es jetzt hier unten drunter. Der wurde ja rübergeholt von der Infobox hier unter das Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim frühlingshaften, fruchtigen, farbenfrohen Nageldesign. Okay, zunächst habe ich meinen Unterlack aufgetragen. Das sorgt dafür, dass die Nagelplatte durch die aufgetragenen Farblacke nicht verfärbt wird und natürlich, dass die aufgetragenen Lacke anschließend länger halten. Ich habe jetzt hier zur Demonstration mal 4 unterschiedliche Lacke gewählt in Frühlingsfarben, nämlich hier auf dem Zeigefinger ein heller, kühler Rosé-Ton mit leichtem Schimmer, auf dem Mittelfinger ein intensiver, goldener Gelbton, ebenfalls mit leichtem Schimmer, auf dem Ringfinger ein kräftiger Orangeton, ebenso leichter Metallic-Effekt und auf dem kleinen ein intensiver Rotton, auch leicht schimmernd. Eure Lacke können natürlich auch schimmerfrei oder sogar matt sein, wie ihr gerne möchtet. Ihr könnt natürlich auch andere Frühlingsfarben verwenden, wie beispielsweise ein Hellblau oder ein Hellgrün. Jede Farbe, die euch gefällt, ist richtig und ihr müsst natürlich nicht an jedem Finger eine andere Farbe tragen, so wie ich das mache. Ihr könnt natürlich an der ganzen Hand eine Farbe tragen, beispielsweise überall so einen schönen Rosé-Ton. Ich trage die jetzt nur so zur Demonstration, sodass ihr seht, wie die Deko-Elemente auf unterschiedlichen Farbgrundlagen aussehen. Beginnen wir beispielsweise jetzt passend zum Frühling, wo die Sonne ja wieder rauskommt, mit dem schönen intensiv goldgelben Schimmerton. Wenn der aufgetragen und getrocknet ist, nehmen wir uns zunächst einen kleinen Nagelkleber. Der ist im Shop bei den Beauty Tools zu finden. Und wir suchen uns zunächst eine Stelle, wo wir dann die Deko-Elemente auftragen möchten. Ich entscheide mich jetzt beispielsweise, wie hier drüben, seht ihr das, für eine Seite des Nagels. Und da habe ich hier ein kleines Zitronenscheibchen und ein Kiwischeibchen. Und das machen wir jetzt zusammen. Ich drücke zunächst ein wenig Nagelkleber hinaus und gebe das etwa in der Größe dieser Zitronenscheibe hier drauf. Nehmt mir dann ein kleines Zitronenscheibchen zur Hand. Das könnt ihr entweder mit einer Pinzette machen, wenn ihr das möchtet. Ich kann das auch ganz gut mit den Fingern, das heißt, es ist überhaupt nicht umständlich. Und wir drücken es einfach hier schön auf den Nagel drauf und an. Zum Andrücken empfehle ich euch auch ein kleines Naturholzstäbchen. Damit könnt ihr sehr, sehr gezielt und punktuell arbeiten. Die sind auch bei den Beauty Tools mit vorhanden. Und dann fixieren wir hier die Zitronenscheibe schön auf der gelb-goldenen Farbe. Das passt optisch sehr, sehr gut zusammen. Ihr könnt natürlich auf dieser gelb-goldenen Farbe auch beispielsweise für Kontraste sorgen, indem ihr zum Beispiel hier so ein kleines rotes Äpfelchen mit einem kleinen grünen Blatt oben dran nehmt. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt ein bisschen erkennen. Natürlich könnt ihr anstelle dessen auch eine kleine orangene Orangenscheibe nehmen. Dann würde nämlich gelb und orange zusammen auf dem Nagel sein und das würde auch sehr, sehr schön aussehen. Aber das möchte ich auch nicht, denn ich möchte heute gelb-golden-zitronig bleiben. Okay, wem ein Scheibchen reicht, der lässt das jetzt so. Ich persönlich möchte aber gerne noch einen kleineren Farbakzent hinzuhaben und zwar ein kleines Kiwischeibchen und zwar dieses hier. Da benutze ich wieder den Nagelkleber und gebe etwa in der Größe der Kiwi eine ganz, ganz dünne Schicht in der ovalen Form hier einfach auf den Bereich. Dann nehme ich das Kiwischeibchen auf und drücke es einfach hier drunter. Nehme dann wieder das kleine Holzstäbchen und kann das hier schön platzieren, wo ich es hinhaben möchte. Ich lege das jetzt so ein bisschen schräg hin. Ihr könnt das auch gerne gerade stellen. Ihr könnt es auch hier drüben drauf machen, wie ihr gerne möchtet. Ich finde aber schön, wenn das hier immer auf einer Seite ist. Schön andrücken und ein bisschen trocknen lassen. Wer möchte, dass es relativ schnell trocknet und dann auch sehr, sehr schön fest hier drauf haftet, der kann das einfach ein ganz kleines bisschen mit der feinen Spitze hier vorne ein wenig fixieren. Das heißt, ein paar Sekunden warten, dann auf die andere Seite rübergehen, auch hier ein paar Sekunden warten und dann seid ihr sicher, dass alles schön fest auf dem Nagel drauf bleibt. Wenn der Leim trocken ist und die Motive sehr schön fest auf dem Nagel drauf haften, benutzt ihr einfach euren ganz normalen Überlack.
und gebt ein bis zwei Schichten einfach drüber. Das vertragen die Motive sehr, sehr gut. Sie verformen sich dadurch nicht oder sie verblassen auch nicht. Das heißt, euer Design wird einfach nur schön fixiert und die Motive bleiben lange auf dem Nagel haften. Wenn die erste Schicht des Überlacks getrocknet ist, könnt ihr je nach Belieben, kann, muss aber nicht, noch eine zweite Schicht Überlack drüber geben. Okay, gehen wir jetzt zum nächsten Nagel über und zwar zu diesem hier mit dem schön intensiven orangenen Schimmerton. Entweder gestaltet ihr diesen Nagel analog zu dem gelben hier mit einem Orangenscheibchen und auch wieder hier drunter mit einer kleinen Kiwi. Das würde dann farblich das passende Ergebnis zu diesem Nagel ergeben. Das, denke ich, könnt ihr sehr gut allein. Das muss ich euch bestimmt jetzt nicht nochmal demonstrieren. Das ist analog dieses Nagels hier auszuführen. Und wenn ihr jetzt aber keine Früchtchen möchtet, sondern beispielsweise mal die schöne Schmetterling-Kollektion ausprobieren wollt, die ja auch hervorragend zum Frühling passt, dann benutzt ihr einfach einen kleinen Schmetterling, der hier kommt. Diese Schmetterlinge sind sehr flexible, matte Plättchen, die ganz stabil sind und eine sehr, sehr intensive, detailgetreue Musterung wie bei einem richtigen, echten Schmetterling aufweisen. Also die sind wirklich extrem schön, absolut zu empfehlen und damit könnt ihr super, super stylische und frühlingshafte Nageldesigns kreieren. Also benutzen wir jetzt erstmal den, der hier auch orange an den Flügelchen ist und damit sehr gut zur Grundfarbe passt. Und zum zweiten könnt ihr euch aus dem gesamten Schmetterlingspool, der hier kommt, über 70 Schmetterlinge zu euch, einfach noch eine andere schöne Farbe aussuchen. Wie auch hier drüben, nehmt ihr euren Nagelkleber und gebt einen kleinen Tropfen einfach auf die Stelle, wo ihr den Schmetterling drauf haben möchtet, ganz, ganz dünn. Anschließend nehmt ihr den Schmetterling wieder zwischen die Finger oder auch mit einer Pinzette, wie ihr am besten zurechtkommt und drückt ihn einfach hier auf die Stelle auf. Wieder das kleine Stäbchen mitnehmen und punktuell ein bisschen platzieren. Mit dem Stäbchen könnt ihr ihn dann auch noch drehen auf dem Nagel, weil der Nagelkleber ja anfangs noch gleitend ist. Das heißt, ihr habt noch längere Zeit die Möglichkeit, die Position zu verändern. Das ist immer sehr vorteilhaft. Ich möchte den Schmetterling jetzt beispielsweise so schön schräg hier an der Nagelkante haben. Deswegen platziere ich ihn so und drücke dann einfach noch ein paar Sekunden mit dem kleinen Stäbchen hier hinten auf die Unterseite der Flügel, sodass es hier schön fixiert, auch hier oben. Und dann haftet er sehr schön und fest auf dem Nagel. Analog zu diesem Nagel, wo wir hier ein Früchtchen hier drunter gesetzt haben, möchte ich jetzt hier aber noch einen anderen Schmetterling haben. Und zwar benutze ich da einen pinkfarbenen. Ich hoffe, ihr könnt den sehen. Und auch hier verfahren wir wieder so, wir nehmen unseren Nagelkleber, setzen ihn auf den Bereich, nehmt das kleine Schmetterlingchen und platziert es einfach hier auf dem Nagel. Kleines Stäbchen wieder nehmen und ein bisschen andrücken und fixieren. So habt ihr hier sehr, sehr detailgetreue Schmetterlinge auf einer orangenen Grundfarbe, die in sich auch nochmal anders farblich gestaltet sind, nämlich auch hier in einem schönen Orangeton und hier in einem leichten, zarten Pink. Beide natürlich mit Weiß noch an den Flügeln und der kleine Körper ganz, ganz fein, detailliert nachgezeichnet in etwas dunklere Tönen, wie es auch in der Natur der Fall ist. Gut, auch das lassen wir trocknen und wenn das passiert ist, benutzen wir natürlich wieder unseren Überlack und geben ein oder zwei Schichten drüber. Oder natürlich auch Nagelgel, wenn ihr mit solchem arbeitet. Okay, hier habt ihr also schon mal zwei Demo-Beispiele. Hier was Schönes, Fruchtiges, Sommerliches und hier was sehr Süßes, Schmetterlingshaftes. Das dritte Böckschen, was ich anbiete, heißt Sweet Meets Evil. Das heißt, dass da kleine Smileys, Totenköpfe, Blümchen, Bienchen und so weiter drin sind. Das heißt, je nach Stimmung könnt ihr euch hier auch was hinausnehmen. Und ich zeige euch das jetzt noch fix an diesem Nagel. Und zwar möchte ich euch diesmal einen kleinen Smiley aufdrücken. Das ist dieser hier. Wir benutzen wieder den Nagelkleber und diesmal entscheide ich mich dafür, ihn direkt auf die Mitte zu geben. Das heißt, wir machen einen kleinen Kreis mit dem Nagelkleber in etwa der Größe des Smileys und drücken ihn direkt auf die Mitte. Kleines Stäbchen nehmen und schön platzieren und fixieren. Wer möchte, kann jetzt um diesen Smiley herum, um daraus beispielsweise eine Sonne zu kreieren, mit einem Tipp-Painter und einer hellen Tipp-Painter-Farbe, die ein bisschen heller ist als der hellgelbe Smiley an sich, das heißt mit einem Weiß oder auch einem hellgelb, kleine Sonnenstrahlen setzen. Er setzt einfach direkt am Smiley an und zieht ein kleines Stück vom Smiley weg, aber nicht ganz bis zur Nagelkante. Die Striche sollten kurz sein und in etwa 1-2 mm Abständen angesetzt werden. Es könnte sich natürlich dabei auch um ein Gänseblümchen handeln. Das heißt, auch hier habt ihr wieder sehr viele Kombinationsmöglichkeiten.
Wenn es fertig ist, sieht es dann ungefähr so aus, beziehungsweise so, richtig herum, sehr, sehr süß. Und die andere Nägel so hier. Ihr seht hier drüben auf dem kleinen roten Nagellack habe ich ein kleines rotes Schmetterlingchen aufgetragen. Ihr könnt auch hierfür Smileys benutzen, Früchte, kleine Totenköpfchen, Bienchen, Blümchen, wie ihr gerne möchtet. Oder natürlich auch ein bisschen roten Nagelglitzer drüber gestreut, würde der sich auch auf dem roten Nagel sehr gut machen. Also meine Lieben, das sind eure frechen, frühlingsfruchtigen, blümchenhaften, schmetterlingsmäßigen Frühlingsnägel. Ich hoffe, sie gefallen euch. Den Link zum Shop poste ich in die Infobox. In der Kategorie Nageldesign Pool findet ihr all die Nageldeko, Glitzerstaub, Flitter und natürlich auch die schönen Motivchen. Also ihr Lieben, macht es gut, bis zum nächsten Mal und einen wunderschönen Frühling. Tschüss!